So, willkommen zu einem weiteren Video aus der Splittermond durchgeblättert Reihe. Auch hier geht es wieder um ein Regionalheft, nämlich um die Suda-Inseln im Reich der Schädelkorsaren. Soweit ich weiß, ist das das neueste Regionalheft von Splittermond, das von 2019 sogar schon ist. Es wird zwar noch zwei weitere irgendwann mal geben, aber die sind jetzt im F-Shop noch nicht vorbestellbar, weil, naja, der Uhrwerk Verlag macht ja gerade seine Insolvenz durch. Naja, und in dem Zuge habe ich mir natürlich diese ganzen Sachen geholt. Also das sind ja alles Sachen, diese ganzen Regionalbücher und Hefte sind alles Sachen, die ich mir nicht unbedingt sofort gekauft hätte. Das hätte ich dann alles später mal gemacht, wenn ich vielleicht auch mal mehr Geld habe. Aber jetzt war es eben gerade wichtig, jetzt habe ich das gerade gemacht. Und dieses Heft ist für mich auch noch ein bisschen nützlicher, denn wir spielen halt DSA 5 eigentlich. Vielleicht machen wir es noch mit Ilaris dann. Und wir spielen in Südaventurien auf so einer Insel und um die Insel herum und so ein Seesetting halt. Und wir sind mit den DSA 5 Regeln nicht immer einverstanden, deswegen ja Ilaris. Und wir lieben alle Splittermond, deswegen wollen wir vielleicht sogar unser Setting als Parallelsetting, als Parallelspielrunde noch einfach nach Splittermond konvertieren. Und da sind die Stromlandinseln eigentlich cool und die gibt es noch nicht und deswegen sind die Suda-Inseln für uns wahrscheinlich dann das, wo wir dann dieses Heft nehmen und da dann spielen würden. Gut, auch hier finde ich wieder das Cover wunderbar gelungen. Auch wieder dynamisch, actionreich, also ne, muss es nicht sein, aber auf jeden Fall kann das immer noch extra schön dann sein, extra Punkte sozusagen geben. Gut, wer von dieser Region auch noch gar keine Ahnung hat, wie ich eigentlich auch noch, kann hier auch noch mal den Klappentext lesen. Und wie fast immer 15 Euro für das Heft. Es werden noch zwei neue Hefte irgendwann, wie gesagt, kommen. Die kosten, glaube ich, sogar 18 Euro, weil die wahrscheinlich ein bisschen dicker gemacht werden mussten. Ja, und dieses Heft hier ist natürlich wie immer in bunt gehalten, aber es ist sogar eine kleine Besonderheit, denn ich weiß nicht mehr genau, woher das kam, aber die hatten mal so ein, ich glaube, so ein Briefspiel oder irgendwas gemacht, wo sie hin und her, also politisch und so weiter hin und her gedingelt sind hier in der Region mit den ganzen Inseln. Und da hat sich eben was ergeben, ne? Verschiedene Abenteuersachen und politische Verschiebungen und so weiter. Und das haben sie alles genommen, damit sie eben sagen können, wir benutzen das für dieses Heft. Jo. Redaktion Christian Dreihaupt, Claudia Heinzelmann und Silke Schwandt. Und hier gibt es nämlich so eine kleine Besonderheit, die hier beim Vorwort auch dann erklärt wird. Es gibt hier dieses Symbol, denn die lorakischen Geschichten heißt das, das ist in diesem Projekt halt dann entstanden und da weiß man eben, wenn das Symbol kommt, dann ja, ist das aus diesem Projekt. Gut, dann wird erstmal natürlich eine Einleitung gegeben zum Schädelgrund, wo diese ganzen Inseln liegen und dann wird, wie fast immer in diesen Heften, was zur Geschichte gesagt. So, die Geschichte ist auch nicht besonders lang. Das sind hier, ja, gut, also knapp 3 Seiten. Also wie immer nicht zu lang. Hier ist auch das erste Fragment zu sehen. Da haben sie irgendwas Historisches anscheinend in diesem Projekt mal eingebaut gehabt. Dann geht es direkt mit der Kultur der Anu los. Das ist so eine Gnomenkultur, so eine Ureinheimische auf diesen Inseln oder zumindest einigen der Inseln. Und die werden dann hier erstmal beschrieben in ihren Ursprüngen und wie das ist, wenn die so auf Bäumen leben und was die so für Stämme haben, die Besonderheiten wie Seelenbündnisse und was sie so für Ausrüstung halt benutzen und was ja mit Magie überhaupt ist, Handwerkskunst, an was die glauben, ne? Götter, Geister. Ja. Natürlich Riten, Bräuche, wie das mit den Schamanen ist, was für Feste haben die. Und dann wird die andere prägende Kultur oder das Kulturkonglomerat beschrieben, nämlich die Schädelkorsaren.
Freiheit ist bei denen ein wichtiges Gut, deswegen extra nochmal im Kasten erwähnt. Ja, und da ja eben es auch einige gibt, die nicht auf Schiffen sind, ne, ein paar Landratten gibt es immer, ist es natürlich klar, dass hier auch noch erzählt wird, wie ist das, wenn die an Land sind. Und natürlich all diese üblichen Dinge, ne? Kleidung, Körperschmuck, Magie, Handel, Handwerk und der Glaube. Und es gibt natürlich bei solchen Korsaren auch ein paar dunklere Kulte, die werden dann hier beschrieben. Ein bisschen Mythen, Seemannsgarn, auch nochmal als Extrakasten, feste Riten, also alles, was man sich eben so denkt, wird dann hier auch beschrieben. Recht und Gesetz ist natürlich eine besondere Kategorie, weil, naja, sind halt mehr oder weniger Piraten. Die haben natürlich so eine Art eigenen Kodex wieder. Da gibt es auch hier einen Auszug draus. Und dann wird die Region selbst so langsam angegangen. Da gibt es dann diese Rundfahrt. Da gibt es dann erstmal die Insel Fardamos. Auf der gibt es auch eine halbwegs wichtige Stadt. Die wird dann auch im kleinen Kasten beschrieben und dann nochmal ein bisschen im Text. Und ja, auch nochmal in einem langen Text. Besondere Dinge werden immer in Kursiv hervorgehoben, wie wir es von Splittermond und eigentlich vielen anderen Rollenspielen auch gewohnt sind. Ja, weil die Stadt so wichtig ist, wird hier auch der Kapitänsrat und die Mächtigen, die werden hier beschrieben. Und dann kommt die Insel Lymos noch dazu. Mitte der Stadt Treibgut. Drittens dann Phenos und viertens Daros, fünftens Vengos, sechstens Rygos. Ja, das sind so diese sechs. Also es wird auch immer kleiner, immer weniger Text. Und dann gibt es noch ein bisschen was zu kleineren Eilanden. Weißer Fleck, die Nebelinsel, da kann man natürlich tolle Sachen machen. Es gibt eigentlich in jedem Piraten-Setting immer die typische Nebelinsel und auch oft noch die Schatzinsel. Auch bei Risen war das so, bei dem Computerspiel. Ja. Ja, gut. Ein paar sagenhafte Artefakte werden hier im Kasten erklärt oder beschrieben, darauf hingewiesen. Und dann kommen wir auch auf Seite 23 schon zu den hilfreichen Dingen für Spieler und Spielleiter. Erstmal natürlich, wie man Korsaren, Schädelkorsaren denn so ausgestalten könnte. Ne? Was zur Namensgebung, wie immer Sprichwörter. Und dann auch direkt schon zu den Anu, auch ähnliche Dinge. Und weil das eben nicht die ganz, ganz typischen Spielercharaktere sind, auch extra noch einen Kasten dafür. Ja, dann gibt es noch hier den Seekrieger als Ausbildungsvariante neu. Entschuldigung. Da gibt es dann auch ein paar Varianten, ne? Beutefahrer, Schädelkorsar oder Voku. Ja, Ressourcenausgestaltung ist in diesem Heft dann ein bisschen üppiger. Da gibt es was zum Ansehen, zum Stand, zu Kreaturen und zu Zufluchten. Und wer will nicht gerne einen Pirat mit einem Affen spielen? Und ich meine, es gibt dieses Heft, lorakische, nee, Moment, wie heißt das nochmal? Bestienmeister, glaube ich, ne? Also da kann man alle möglichen geilen Sachen ausgestalten, als irgendwelche kleinen oder großen Viecher, die mit einem kommen und die ausgebildet werden können mit total interessanten Systemen. Man kann selber irgendwelche Viecher bauen, also ja, da gibt es auf jeden Fall alle Möglichkeiten für solche Dinge. Waren der Suda-Inseln, da gibt es ein paar Waffen und Rüstungen und ein paar Alchemiker. Und dann auch noch ein bisschen Piraten-, Tand- und Seemannskram. Sowas wie Augenklappe, Holzbein, Karte, Likörflasche, Schnapsflasche, Seesack und so weiter. Jo, ein paar normale Tiere gibt es hier noch, ne? Äffchen, Huhn und so weiter. Ich denke aber, dass die, also zumindest sowas wie Ziege oder Huhn müsste eigentlich auch in den normalen Büchern drin sein, ne? Bestien und Ungeheuer und so. Dann gibt es hier sogar noch optionale Regeln für Trinkwettbewerbe, was ich ziemlich geil finde. Mit einer Alkoholikerliste natürlich. So, ein paar Regelergänzungen gibt es auch noch zur Seefahrt. Ne, hier zu Ausrüstung und Umständen, zu Schiffsgeschwindigkeiten,
wenn man Kurs plant und navigiert, zu der Wettervorhersage, zum Umschiffen von Gefahren oder wie das ist, wenn man im Unwetter ist und wie das ist, wenn man Verfolgungsjagden gestaltet. Solche Sachen sollten dann schon drin sein. Und das dürfen Sie gerne auch dann mit Copy and Paste in ähnliche Insel-Settings wie Stromlandinseln gerne auch nochmal reintun. Ja, dann kommen die Spielleiterinformationen. Da haben wir erstmal ein paar Bestien und Gegner für den Schädelgrund. Also Anu-Krieger zum Beispiel oder den Feuerwurm, den es auch wieder in verschiedenen Varianten gibt, Jungtier ausgewachsen. Fleckenhai, kleine Meeresschildkröte, den Schädelkorsar natürlich in verschiedenen Erfahrungsgraden, in drei verschiedenen Erfahrungsgraden sogar. Die Schädelschwalbe, den Schillerara, also so ein Vogel, die Suda-Krake, ja, und dann natürlich noch einige Geheimnisse und dann noch einen geilen Schatzkartengenerator. Erstmal mit einem W6 die Schatzkarte, zum Beispiel befindet sich bei einer Person. Dann Tiere, die Karte ist in den Reißzahn eines gewaltigen Tieres geschnitzt. Cool. Dann was zu Schiffen, wie zum Beispiel die Karte ist in die Decke der Bilge eingeritzt. Um sie zu lesen, muss man mit einer Lichtquelle in die Bilge kriechen und sich dort auf den Rücken legen. Das ist ja schon abgemünzt, fast schon von so einem DSA 1 Abenteuer, ne? Schiff der verlorenen Seelen, da konnte man doch irgendwie so einen Geldsack oder so nur finden unter Deck, wenn man sich in eine Hängematte gelegt hat und zu einem Balken geguckt hat. Das war total bescheuert. Manchmal natürlich mit einem Augenzwinkern. Ne? Oder Bedingungen. Ne? Die Karte kann nur zu bestimmten Zeiten gelesen werden. Und dann ein W6, Morgendämmerung und so weiter. Oder Personen. Jemand trägt die Karte als Tätowierung. Und dann ein W6 und so weiter. Oder Artefakte. Die Karte ist ein magischer Kompass. Die Kompassnadel zeigt direkt auf den Schatz. Lässt sich aber leicht durch größere Mengen von Metall ablenken. Und durch Alkohol aus irgendeinem Grund sodass der Suchende immer wieder im Lagerraum von Tavernen landet, statt am Ziel. Ja, dann natürlich noch diese Reiseregeln aus dem Regelbuch, hier auf den Schädelgrund gemünzt. Da wird dann sogar noch eine Treibgut-Tabelle hier eingefügt. Ja, und dann kommt schon ein Abenteuer von Sascha Hoppenrath und Frank Übe. Der Preis für Heldengrad 2. Ich finde es auch immer ziemlich cool, dass diese Abenteuer, also mindestens eins in diesen Heften drin sind, weil da kann ich mit meinen Leuten einfach irgendwie was spielen und naja, wenn die Heldengrad 2 sind, kein Problem, ansonsten mache ich hier irgendwas ein bisschen schlechter und dann läuft das. Ja. Und da ja in Splittermond sowieso alle möglichen Gegner so ausgestaltet sind, dass man sofort sehen kann, wie heftig das vom Monstergrad wäre, wenn die Helden so und so stark sind, kann ich das total gut balancen. Ja, gut, hier gibt es verschiedene Aufgaben, da muss man, glaube ich, irgendwelche Schätze finden und sowas. Na, ihr habt es ja gerade im Minitext sicherlich gelesen. Aufgabe 3, eine Siegesfeier, Preis, Belohnung. Ja, es gibt doch noch ein... sehr, sehr schön. Es gibt noch ein zweites Abenteuer. Verlorene Seelen von Christian Dreihaupt, Simon Flöter und Silke Schwand, was für den Heldengrad 1 geeignet ist. Sehr, sehr schön. Ja, also man kann direkt auf Heldengrad 1 anfangen. Ja, am Ende gibt es dann noch eine wunderschöne Karte. Diese Karte kann ich auch wieder nicht in... Also, ne, wie immer, das ist wesentlich detailreicher als auf einer allgemeinen Lorakis-Karte. Wie immer bei den Regionen. Und ich kann aber diese ausgefaltete Karte, also das quasi doppelt so groß, nicht zeigen, weil es gibt diese 2-Euro-Karten noch nicht für dieses ganz neue Zeug, also noch nicht für dieses hier. Jo. Diese 2-Euro-Karten gibt es nämlich immer nur für die Regionalheftchen, weil die Bücher haben ja eh große Karten in sich drin. Ja, also ihr seht schon, wir haben hier einige Inseln und wir können ja nochmal gucken. Also diese Insel wurde beschrieben, zweitens diese, drittens diese, viertens diese, fünftens und sechstens.
Nicht, ich glaube, ich habe sogar eine übersehen, also wahrscheinlich sogar sieben. Also alle großen Inseln werden hier beschrieben. Die ganzen kleinen kann man dann benutzen, um hier irgendwas selber noch zu machen, wenn man Bock hat. Und die Nebelinsel hier oben, die ist dann ein weißer Fleck. Ja, auf der Seite 56 ist dann noch der Index. Allerdings nicht auf Seite 64. Also es gibt ja eigentlich sonst 64 Seiten immer in diesen Heften. Also 8 Seiten zu wenig im Prinzip, aber trotzdem 15 Euro. Ich denke, das liegt aber daran, dass sie eben alles aus diesem Projekt rausholen mussten. Wobei, sonst machen sie es halt selber, ne? Aber dass sie eben Dinge hier noch erschaffen mussten, wie Schatzgarten-Generator und so. Also verschiedene Dinge hier eingebaut haben, die nochmal extra Arbeit gemacht haben. Also für mich ist es okay. Ja. Und damit ihr nochmal einmal so seht, wie das dann mit diesen Karten wäre, als Beispiel hier einmal die 2-Euro-Karte von der Arvinger Mark. Na, also das ist dann eben das auf einer Seite, ist ja immer in einem Heft drin, dann nochmal noch größer gemacht. Genauso detailreich wie das Zeug im Heft halt. Und auf der anderen Seite sind dann halt irgendwelche Dinge, die dann eben noch passen. Hier dann eben Arvingen, die Hauptstadt der Arvinger Mark. Hier sind dann jetzt auch Nummern drauf. In der Regel sind auf diesen Karten eigentlich keine Nummern drauf, damit der Spielleiter sagen kann, nee, ihr wisst gar nicht, wo das genau ist. Und ganz ehrlich, ich muss einfach noch mal ganz kurz sagen, die Detailtiefe hier von so Splittermondkarten, die ist ja, also die ist so ein bisschen da, aber die ist jetzt nicht so groß wie bei DSA. Finde ich aber irgendwie besser. Weil bei DSA ist man, also ist auch sehr, sehr, sehr schön. Manchmal ist es auch nützlich, aber es ist dann so sehr festgelegt, dass man sagen muss, oh, genau dieses eine Haus oder so. Und das finde ich dann irgendwie ein bisschen zu krass. Gut. Das dazu. Das war's dann mit dem. Ich muss mal nach rechts gucken. Ja, das ist das letzte Regionalheft. Das andere sind dann jetzt noch Bücher. Gut, die Suda-Inseln. Diesmal habe ich es nicht geschafft, unter 15 Minuten zu bleiben. Ist aber nicht schlimm, bin immer noch unter 20. Ja, gut. Das war's mit diesem Heft und wir sehen, hören uns vielleicht bei einem anderen Splittermond-Video oder bei noch einem anderen Video. Und dann erstmal soweit und bis denn.